De historische binnenstad en Jägermeister zijn voor veel stedentrippers redenen om naar Wolfenbüttel te gaan. Maar onze local laat je ook graag kennis maken met het creatief ondernemerschap in deze stad. Ik ben Denver Künzer en kom hier uit Wolfenbüttel, woon schon seit 20 jaren hier ungefähr. Dieser Shop, dieses Haus, das ist meins. Warum ich Bier und Tee und Fotografie kombiniert habe, ist ganz einfach. Man kann Kreativität mit Genuss und Handwerk zusammenbringen. Das Besondere an unseren Bieren ist, dass es alles von Anfang an mit unseren eigenen Händen gemacht worden und wir brauen immer nur ganz, ganz kleine Mengen, so dass der Kunde auch immer verschiedene Sorten probieren kann. Wir haben hier in unserem Shop ungefähr 100 Teesorten, wie zum Beispiel die Wolfenbütteler Mischung Orient Express, den es nur bei uns zu kaufen gibt. Das Geheimnis unserer Tees sind die Früchte und Zutaten in den Teesorten, sondern auch die Früchte, nach der Tee schmecken soll. Ich öffne freitags immer meinen Laden von 17 bis 19 Uhr und das sind 2 Stunden, die einfach Entspannung für alle sind. Wir trinken Bier zusammen, ein perfekter Start für das Wochenende. In meiner Freizeit braue ich gern Bier, das ist klar, aber ich gehe auch gern mit der Familie und Freunden spazieren. Mein Lieblingsplatz in der Stadt ist eigentlich erst der Seliger Park, weil man dort durchspazieren muss, um in die Innenstadt zu kommen. Dann die Innenstadt an sich mit den kleinen Shops, die Ladenstraße, da kann man immer ganz viel entdecken, das ist einfach herrlich und entspannend. Den Besuchern in Wolfenbüttel empfehle ich auf jeden Fall, das Schloss Wolfenbüttel sich anzugucken. Das ist herrlich, die Traditionen dort zu sehen. Wolfenbüttel mit einem Satz zu beschreiben. Eine wunderschöne, gemütliche Altstadt mit vielen kleinen Shops zum Entdecken. Und die Wolfenbüttler sind alle so herzlich, man kann hier seinen Shop eröffnen, man fühlt sich daheim.